Eigentlich hatte ich mir das Ende von 2023 ganz anders vorgestellt. Und zwar nicht mit einer Corona-Infektion. Seit Weihnachten bin ich Corona-infiziert, also richtig ausgebrochen. Das ist so am, ich glaube, ersten oder zweiten Feiertag. Bin jetzt gerade vollgepumpt mit Medizin, weil ich unbedingt dieses Video noch machen wollte. Denn online kommen ging halt oder geht auch jetzt erstmal weiterhin gar nicht. Und ja, lass uns einmal zusammenfassen, wie denn 2023 war. Und vor allem, was glaube ich viel wichtiger ist, wie wir 2024 weitermachen wollen. Wir haben 2023 unglaubliche 10.000 Abonnenten auf YouTube geschafft. Und zwar haben wir, glaube ich, im Januar um die 2.000 Abonnenten gehabt. Und ja, wir haben 2023 exklusiv auf YouTube gewechselt und haben in der Zeit eben diese 10.000 Abonnenten erreicht, was eine unglaubliche Zahl ist. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Gleichzeitig haben wir 200 CCV geschafft, also gleichzeitig Zuschauer. Wir haben DMZ als Main Game gestreamt, wir haben viele Videos dazu machen können und Streams richtig schön fokussiert auf ein Spiel, so habe ich es mir immer erträumt, dass man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Wer es nicht weiß, ich habe davor 4 Jahre lang Tarkov gestreamt. Auch da war es so, dass ich halt das Spiel gestreamt habe und dazu Videos gemacht habe. Aber bei weitem nicht in so einer Intensität, wie ich das jetzt mit DMZ machen konnte. Weil DMZ noch eine viel höhere Leichtigkeit hatte für mich, Content zu machen. Das ging viel, viel leichter und viel besser von der Hand, was unglaublich Spaß gemacht hat. Richtig geil. Geil auch daran war dann, dass wir so viele Leute kennenlernen konnten, so viele neue Zuschauer, weil ihr müsst ja bedenken, durch Twitch vorher sind da viele nicht mit rübergekommen nach YouTube, sind alles, also größtenteils alles neue Leute gewesen. Und ja, ich konnte sehr, sehr viele Leute neu kennenlernen. Ich habe sehr viele Streamer kennengelernt. Viele Streamer haben angefangen zu streamen. In diesem Jahr, wo ich gestreamt habe, haben viele neue angefangen mit 0 Abonnenten, haben angefangen auch DMZ zu streamen, COD. Wir haben uns auch hier und da ein bisschen ausgetauscht. Ich habe viel kennengelernt. Es ist sogar so weit gegangen, dass jetzt am Ende des Jahres ich durch Corona das Turnier nicht leiten konnte. Wir machen freitags immer 22 Uhr mit Activisions Unterstützung ein Battle Royale Turnier und ja, ich konnte es nicht machen, haben sich zum Beispiel Top Game Station und Ragnar, die beiden bereit erklärt, das Turnier zu übernehmen und haben dann entsprechend die Leute eingeladen und so weiter und so fort. Also mega, mega cool, vielen, vielen Dank auch dafür, das ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne Sache, wie wir das hier erleben konnten. Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben sogar einen Podcast gestartet, mit Meberson, auch hier beste Grüße gehen raus. Das ist auch ein Projekt, was wir getestet haben. Einfach mal gucken, ob wir es hinkriegen, wie wir das machen. Und auch das hat erstmal super funktioniert. Mal gucken, wie wir da weitermachen. Kommen wir gleich noch mehr zu. Auch an dieser Stelle super, super vielen Dank. Und ich habe natürlich noch viel, viel, viel mehr Leute kennengelernt. Und ich hoffe, dass ich mit allen von euch in der Zukunft noch Kontakt halten kann. Ich hoffe es wirklich, egal wohin sich die Wege verlaufen, weil am Ende des Tages wird natürlich jeder sein Ding machen. So schön das jetzt alles auch klingt, ich habe jetzt aber auch einen Streamer in meiner Größe, der mich zum Beispiel komplett von allen Plattformen gebannt hat. Also ich bin auch nicht böse drum, ich verstehe es nicht, aber es ist so, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er umgeht im Internet mit den ganzen Dingen. Und hier denke ich mal, geht es zum Beispiel rein um Konkurrenzdenken. Und auch das hat mir so ein bisschen die Schattenseite von dem Ganzen gezeigt, weil was diese Person jetzt gemacht hat, ist ja sozusagen eine endgültige Konsequenz aus seiner Denkweise. Ich möchte nicht wissen, wie viele vielleicht ähnlich denken und sagen, ah, vielleicht aus Neid oder Wut oder wie auch immer, würden sie das vielleicht genauso machen, tun es aber nicht. Und er hat es halt im Endeffekt getan, hat mich einfach gebannt, um vielleicht mich aus dem Sinn zu haben, warum auch immer. Was ja auch zeigt, wie viele Leute vielleicht auch ungünstig, böse gestimmt sind oder wie auch immer. Das ist natürlich eine ganz, ganz logische Konsequenz. Wir sind so schnell gewachsen dieses Jahr auf einer Plattform, in der wir ganz neu angefangen haben. Das ist ganz normal. Also mit Erfolg kommt natürlich auch dann sowas. Und mir ist dabei zum Beispiel aufgefallen, wie schlecht ich damit umgehen kann. Also dieser Bann jetzt im Speziellen, aber auch allgemein dieses Drumherum, hat mir gezeigt, wie sehr mir sowas nahe geht. Weil ich bin halt jemand, der immer mit jedem Freund sein will, weißt du ja, hier gut, da gut, austauschen und so weiter. Und ja, auch für mich eine sehr, sehr wichtige Lektion für die Zukunft, dass ich mit sowas definitiv besser umgehe. Ich
muss dieses Video so ein bisschen mehr cutten als sonst, weil ich die ganze Zeit am Husten bin. Ich versuche immer in einer freien Hustenphase jetzt zu reden. Das ist ein bisschen schwierig, aber kriegen wir schon alles hin. Und jetzt nehme ich das große Ding 2024. Wie geht's weiter 2024? Wir machen ja jedes Jahr ein Projekt. Also wir haben 2023 mit YouTube angefangen und 2024 wollen wir jetzt mit Multistreaming weitermachen. Das heißt, wir werden auf Twitch streamen. Warum? Also, zum einen ist es eine Herausforderung für mich, dadurch, dass wir jetzt 10.000 Abonnenten auf YouTube haben. Wir haben bereits 10.000 auf Twitch. Ihr wisst, ich bin ein sehr chatorientierter Streamer, also ich rede sehr viel mit dem Chat. Ich spiele solo und reden, also meine Teamkollegen praktisch ist der Chat. Und so macht mir das Streamen am meisten Spaß. Wir werden in Zukunft sicher auch mal Duos und Quadros machen und sowas, gar keine Frage. Aber der Fokus ist halt bei mir ganz klar im Solo-Stream, das ist mein Ding. Und erstmal ist es eine Herausforderung, das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt anfangen würde auf Englisch zu streamen. Steht, das wäre eine riesen Herausforderung einfach. Für mich ist es erstmal eine Herausforderung, der ich mich stellen möchte zum 2024-Start. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich das Tempo runterfahren möchte. Wir haben 2023 wirklich so ein wachstumorientiertes Jahr gehabt, wo wir wirklich gepusht haben und viel erreicht haben. Und dieses Tempo wollen wir jetzt ganz klar reduzieren. Einfach mal ein Wellness-Jahr einlegen sozusagen. Gut, Multistreaming ist jetzt nicht gerade Wellness, aber die Art und Weise, wie wir streamen werden. Wir werden von diesem absoluten Main-Game-Fokus ein bisschen runtergehen. Wir werden immer noch ein Main-Game haben, das ist klar. Momentan kommen wir gleich zu den Spielen. Aber wir werden auch ein bisschen Variety reinnehmen. Das heißt, wir werden ein paar neue Spiele testen. Wir werden Reactions machen können jetzt, dadurch, dass auf Twitch sowas möglich ist. Wir werden zum Beispiel auf Videos reagieren können. Wir werden Events teilnehmen können. Wir werden Turniere begleiten können. Recasten und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir da haben, ohne uns immer auf eine einzige Sache im Speziellen zu fokussieren. Das ist so meine Idee für das nächste Jahr. Ein bisschen locker rangehen, ein bisschen mehr quatschen und einfach mal die Seele ein bisschen mehr baumeln lassen, um zu schauen, wie das Ganze dann für uns wird. Ja, und wohin die Reise dann führt. Kommen wir zu dem Wichtigsten, und zwar, welche Spiele spielen wir denn dann in der Zeit? Wir machen freitags immer die Battle Royale Turniere und die machen in letzter Zeit unglaublich viel Spaß. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen in diese Richtung orientieren. Ich will einfach mal gucken für mich selber, wie weit ich da komme. Klar, viel interessiert das nicht, was ich da mache, gar keine Frage. Aber ich selber für mich will wissen, was geht da, und deswegen werden wir in nächster Zeit ein bisschen BR spielen. Solo. Zusätzlich werden wir die neuen Extraction Loot Shooter testen, und da haben wir besonders im Fokus erstmal Greyzone Warfare. Greyzone Warfare ist ein Spiel so angehaucht, Escape from Tarkov mäßig angehaucht, also alles Extraction Loot Shooter. Das Interessante hier ist einfach, dass die Mechanik sehr tiefgängig ist, es ist ein sehr, sehr interessantes Gameplay, sehr atmosphärisch, immersiv, also man fühlt sich reinversetzt. Das, was Tarkov so auszeichnet, das scheint hier möglicherweise auch Fuß zu fassen. Wir sind hier bereits im Content Creator Programm drin, schon ein bisschen länger sogar, und ich kriege deshalb auch gut mit, was da passiert, und ich bin von dieser Entwicklung überzeugt und ich freue mich schon, wenn das Spiel released wird, dass wir das auf jeden Fall abdecken können. Das sind sozusagen so Nebenprojekte, die wir uns dann angucken werden. Das nächste Spiel ist Exoborn, auch hier sehr, sehr interessant. Da sind nämlich auch Macher von Tarkov drin. Grüße gehen raus an Tobias, der hier zum Beispiel auch mit drin ist, den kenne ich auch noch von Tarkov. Also sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr PvP-orientierter Extraction-Loot-Shooter. Und das wird auch sehr, sehr, sehr spannend zu sehen sein. Da freue ich mich auch auf den Beta-Release. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen, aufdecken, meine Meinung zu sagen. Und ja, ich bin gespannt, wie sich der schlagen wird. Der nächste Extraction-Loot-Shooter ist dann Division Heartland. Und ja, das ist dann unser Third-Person-Extraction-Loot-Shooter. Division Heartland wird von vielen Leuten sehnsüchtig erwartet. Für mich ist es ein Titel hier, der ehrlich gesagt am wenigsten erwartet wird im Vergleich zu den anderen beiden. Trotzdem sehr, sehr spannend, und werden wir natürlich uns auch anschauen. Und 2024 noch kommen wird auf jeden Fall Black Budget. Also es kommen noch mehr, das sind jetzt wirklich die Fokustitel. Ich mache am besten nochmal ein eigenes Video über das ganze Thema, glaube ich. Black Budget ist PUBG, und auch hier sehr, sehr spannend zu sehen, was die draus zaubern werden. Wahrscheinlich sogar mit Fokus 2024 Release vielleicht das größte Potenzial mit Greyzone Warfare, sogar Black Budget für dieses Jahr, also für nächstes Jahr.
bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, was die auf die Beine stellen werden. Dann haben wir 2025 noch den möglicherweise Release von Marathon. Marathon ist so der Executive-Shooter mit dem allergrößten Potenzial. Und 2026 möglicherweise die DMZ 2. Wenn wir sehen, ob die kommt, dann ist nämlich Infinity Ward wieder an der Reihe mit ihrem COD-Titel. Und möglicherweise hauen die dann wieder ihren, mit den ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben, ihren nächsten Extraction-Loot-Shooter-Titel raus. Aber ja, das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Weil die Kraft lässt nach. Ich muss das Video an dieser Stelle beenden. Ich habe alle meine Sachen, glaube ich, rübergebracht. Wir werden noch ein Giveaway machen. Ich weiß, ich bin überfällig mit meinen 10.000 Giveaway. Ich habe gesagt, ich mache ein Abo, 10.000 Abo. Oh, ich kriege die Worte gar nicht mehr zusammen, ne? Wir machen jetzt ein Doppel-10.000 Abo-Giveaway, weil wir haben die 10.000 auf Twitch logischerweise und 10.000 auf YouTube. Entsprechend, wenn das Giveaway aufgestellt ist, verlinke ich es unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr daran teilnehmen. Leute, wir sehen uns 2024 wieder. Mal gucken, wann der erste Stream kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Dass ihr auch euch ein paar Wünsche und Ziele vornehmt für 2024. Vernünftige und gute Sachen, gesunde Sachen und vor allem auch, dass ihr gesund bleibt. Viel Gesundheit für euch und euren Familien. In dem Sinne, rutscht gut rein. Ich verabschiede mich. Gute Besserung an alle, die krank sind. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.